Die Chancen auf einen Oscar für den Film 12 Years a Slave steigen. Erst hat das US-Sklavendrama bei den Golden Globes abgeräumt. Nun hat der Streifen auch den renommierten britischen BAFTA-Preis als bester Film gewonnen. Regisseur Steve McQueen geht zwar leer aus, aber beim Hauptdarsteller ist die Freude groß. Er wird als bester Schauspieler geehrt. Was ich in dieser Filmpreissaison toll finde, ist die Vielfalt der Filme. Ich finde, das ist wirklich wichtig. Die Filme sind alle unheimlich unterschiedlich und interessant. Ich war einfach begeistert, Teil davon zu sein. Und natürlich bin ich hiervon begeistert. Der Preis für die beste Schauspielerin geht an Cate Blanchett für die Hauptrolle in Woody Allens Blue Jasmine. Großer Abräumer ist das Weltraumdrama Gravity mit 6 Auszeichnungen, darunter für die besten Spezialeffekte und die beste Regie von Alfonso Cuarón. Helen Mirren wird für ihr Lebenswerk geehrt. Den Preis für ihr 50-jähriges Wirken nimmt die Britin aus den Händen von Prinz William entgegen. Eine große, große Ehre. Wirklich toll. Ich habe ihn noch nie vorher getroffen und ich muss sagen, er ist wirklich sehr, sehr süß, sehr charmant, ganz entspannt. Toll. Schon vor der Preisverleihung ist auf dem roten Teppich einiges los. Neben Prinz William sind Brad Pitt und Angelina Jolie da. Bradley Cooper gibt sich die Ehre und auch Tom Hanks ist dabei. Und vielleicht gibt es ja bald ein Wiedersehen, am 2. März, wenn in Los Angeles die Oscars verliehen werden, der wichtigste Filmpreis der Welt.